So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part LS15 Singleplay hier in Vossdorf. Wir sind jetzt hier mal eben, wie ihr schon sehen könnt, beim nächsten Grasschnitt. Eidi, weil wir hier jetzt mal eben zwischendrin eine Lage Silageballen produzieren wollen. Weil die Silage in den Fasilus doch noch ein bisschen dauert, bis sie soweit ist. Und deswegen werden wir mittendrin eben schnell mal eine Lage Silageballen produzieren, um dafür im Notfall ein bisschen Silage zu haben. Und aus diesem Grund mähen wir gerade mal eben schnell die Wiese hier und führen dann hinterher die Ultima-Presse dran, um da Silageballen zu machen. Strohballen vom letzten Part habe ich vernünftig da in den Unterstand reingestapelt. Die Tiere sind ja soweit verseucht, das hattet ihr ja alles gesehen. Und jetzt gucken wir eben noch, dass wir eben auch noch ein bisschen Silage rankriegen. Da beim Güllelager. Wir werden auf jeden Fall, oder ich werde auf jeden Fall das Feld, wo wir im letzten Part den Weizen gedroschen haben, das wird auf jeden Fall noch eine zusätzliche große Wiese werden, weil der Grasbedarf für die Tiere doch relativ gesteigert ist. Und es gibt ja allgemein genug Felder auf der Map. Und dann werden wir in dem Bereich auf jeden Fall nochmal einen schönen Wiesenverbund machen. Damit wir dann exzessive Grasorgien feiern können, quasi sozusagen. Spitzenwitz. Wie gehabt. So, einen kriegen wir dann noch neben. Dann geht die ganze Geschichte noch einmal quer. Und dann ist die Geschichte auch schon abgemäht. Das heißt, ja, da können wir auch noch ein paar verkürzte Bahnen ziehen. Die Wiese ist auch nicht gerade klein, ist gut. Kriegen wir einen ganzen Satz Silageballen raus. Auf jeden Fall. So, rum mit Moas. Ich mag diesen kleinen Dolz hier nach wie vor unheimlich gerne. Immer noch ohne Musik, leider Gottes. Wir sind immer noch in der nächtlichen Aufnahmesession, die ihr oben an der Uhrzeit sehen könnt. Das ist jetzt 3:45. Und ich bin eben dabei, die Parts immer so ein klein bisschen vorzubereiten, also Vorarbeiten dafür zu machen. Und dazu höre ich meine 3 Fragezeichen. Und da das auf YouTube ja dann unheimlich schnell Probleme geben kann, breche ich das dann eben ab, und wenn ich da jetzt jedes Mal wieder Musik zwischen bin, würde ich meine Stelle verlieren. Und insofern, eben mal ohne Musik, haben wir früher ja auch gemacht. Wenn ich die nächste Aufnahmesession mache,
spiele ich auch wieder Musik ein. Das sei versprochen. Kann man jetzt schon sagen, dass beim nächsten Part, wo wir die Silageballen machen, auch noch keine Musik da sein wird. Weil das wird definitiv noch in dieser Aufnahmesession passieren. So, und noch einmal rum mit deinem Moss hier. Bidlip. Pua la Pakuma. Das war ein Atommaulwurfhügel quasi. Wie reißen wir das nie wirklich ab hier? Ja, haben ja schon einige angesprochen, werden es jetzt wahrscheinlich auch wieder tun. Ich bin beim Mähen jetzt nicht so sorgfältig, sag ich mal, wie beim Dreschen. Also, dass ich jetzt hier wirklich erst vorgewende und hast du nicht gesehen. Das halte ich beim Mähen für relativ sinnlos. Ich mähe da einfach sozusagen die Filetstücke weg, wo man gut reinkommt, macht dann ein vernünftiges System rein. Und wenn dann mal eine Ecke oder was weiß ich nicht gemäht ist, ist mir das Wumpe. Das stört mich dann nicht. Also ich fange jetzt hier nicht an, irgendwie ein komplettes Vorgewende zu machen und dann irgendwie sorgfältig auszumähen. Das halte ich für relativ sinnlos. Man kriegt so genug Gras da draus, dann wächst das eh wieder nach. Man muss da eh nichts machen. Vielleicht schmeißt man dann irgendwann ein bisschen Gülle rauf. Das soll wohl unter Umständen auch tatsächlich für das Wachstum hilfreich sein. Jedoch, wenn ich das richtig verstanden habe, nur wenn man den Säulenmod irgendwo drin hat. Und den habe ich offen gestanden nicht drin, weil mir das dann doch schon eine Nummer zu heftig wird. Ich meine, viele haben den drin und finden den vielleicht auch toll. Ich brauche den nicht. Ja, ich versuche zwar immer halbwegs realistisch zu spielen, hoffe, das gelingt mir auch so einigermaßen. Aber es bleibt doch noch ein Spiel. Und die Funktion eines Säulenmods sind mir dann offen gestanden doch eine Spur zu heavy. Wer das machen möchte, Respekt, toll, super. Aber so viel Realismus brauche ich dann doch auch nicht. Ja, das war wie, ich glaube, in LS13 haben wir da die Probleme gehabt mit diesem Unkrautmod. Ich glaube, das war in 13, wo das dann schon so weit ging, dass man irgendwie dem Unkraut gar nicht mehr Herr werden konnte. Es ist genauso wie den Shopstraw, der hier auf der Map zwar verbaut ist, ich den aber nicht benutze, also das Skript oder den Mod nicht im Ordner habe. Aber wer halt mit Shopstraw spielen möchte, kann das hier machen. Das ist auf der Map auf jeden Fall verbaut. Säulenmod ist natürlich nicht verbaut. Wird er, denke ich, auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch viel zukommt zu der Map. Und ich bin auch, glaube ich, der Meinung, die meisten Leute, die ich kenne, die spielen nicht mit diesem Säulenmod. Was relativ interessant ist, wo ich noch nicht zugekommen bin, mir das mal anzugucken, ist halt dieser
Futtermax oder wie das heißt. Das soll eine super Sache sein, die muss ich mir auf irgendeiner Map mal angucken. Wollen mal gucken, ob man da eine vernünftige Map findet, sich das mal anzuschauen, weil einbauen soll, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mal eben so gemacht sein. Also da sind, wenn ich das richtig verstanden habe, schon Leute dran verzweifelt, die das wirklich können. Und die haben das aufgegeben. Also ist wohl, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es ist wohl nicht so einfach, den zusätzlich einzubauen oder nachträglich einzubauen. Gibt jetzt wohl auch immer mehr Maps, wo der da ist. Ja, muss dringend erstmal gucken, ob ich da vielleicht ein Video drüber finde und dann muss ich mir ihn auch dringend mal angucken, weil interessant soll das wohl auf jeden Fall sein. Ich fütter gerne noch so per Hand ein. Aber man will ja mitreden können, deswegen gucke ich mir den auf jeden Fall mal an. Also wenn jemand von euch eine gute Map weiß, wo der schon verbaut ist, könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare. Und dann gucke ich mir den auf jeden Fall mal an. Ich werde nicht die Map wechseln, das sage ich gleich. Also meine Maps, die ich spiele, sind logisch weiterhin die Bantico. Ist jetzt hier die Vossdorf. Und ist dann, wenn es soweit ist, die Schönweg, also die Nachfolgermap von der Bantico. Ich habe davon ja schon eine frühe Version bekommen, habe da ja auch schon ein Video von gemacht, von der Landschaft. Ich stehe da auch in Kontakt mit einem der Mapper, mit dem Andy Scania. Und ich gehe mal davon aus, immer wenn sich da was tut, werde ich da auch hoffentlich Updates bekommen. Sie ist ja schon spielbar, aber es ist momentan noch nicht allzu viel drauf zu sehen, meine ich. Aber sobald da irgendwo in Anführungsstrichen auch spielbare Version da ist, werde ich da auch wieder mehr Videos von machen, definitiv. Also wenn sich da was ändert, kommt da auch wieder ein Video, das ist ganz klar. Die Bantico wird jetzt ein paar Tage so ein bisschen auf Eis liegen, weil ich jetzt die nächsten YouTube-Videos werde ich alle hier von der Vossdorf machen. Allein um eben nochmal grob die Funktionen alle durchzutesten jetzt, damit die auch möglichst fix released werden kann. Weil ich denke mal, dass sich da auch einige drauf freuen, weil die sieht ja auch echt nice aus. Also werde ich da in nächster Zeit mehr Videos von machen und auch Livestreams davon machen. Nicht böse sein, dass Back to East hat im Moment ein klein bisschen pausiert. Aber im Endeffekt habt ihr ja bei Back to East auch alles schon gesehen. Ich meine, beim Landwirtschaftssimulator ist sowieso, man hat irgendwie immer alles schon gesehen. Ja, weil da gibt es nun mal nur Düngen, Säen, Bodenbearbeitung, Dreschen und so. Ja, ich hoffe, die Videos sind trotzdem schön, auch wenn man manches wiederholt dann mal sieht. Aber ich denke mal, die Bantico kann man jetzt mal einen kleinen Augenblick pausieren. Also es kann doch zwischendrin mal wieder sein, dass da mir was kommt. Aber etatmäßig bleibt die erstmal ein bisschen pausiert. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel und freut euch hoffentlich auch hier an den Videos von der Vossdorf-Map. Wenn jemand eine gute Map weiß, wo dieser Futter Max heißt, der glaube ich eingebaut ist, sagt mir das mal, dann mache ich dann durchaus gerne auch mal ein Video davon, für die Leute, die das dann vielleicht auch nochmal interessiert. Nur ich werde nicht deswegen jetzt die Map wechseln. Das ist auch klar. Bin ja sowieso nicht der Typ, der jetzt gerne oftmals Map wechselt oder so. Ja, die haben vor einiger Zeit in YouTube so eine Findungsphase, wo man mal vernünftige Maps gesucht hat. Da waren das mal in relativ hoher Schlagfolge mehrere verschiedene. Ging ja von der Niederland über die Silent Valley, meine ich, und über die Mecklenburg, war das Mecklenburg oder was? Na, auf jeden Fall kam dann in relativ kurzer Schlagfolge ja mal mehrere verschiedene Maps. Die Phase ist aber allerdings vorbei, weil ich jetzt meine Maps gefunden habe, die mir Spaß bringen. Und das ist bekannterweise die Bantico, die meine Lieblingsmap immer bleiben wird.
Auf jeden Fall mal, ich speichere mal. Auf jeden Fall mal, bis die Schöneberg kommt. Und es wird auch wieder was von Bandico kommen. Und ich denke, auch wenn die Schöneberg da ist, heißt das für mich nicht, dass Bandico dafür abgeschossen wird. Im Leben nicht. Ach, du fahr doch zu, du Trollnase. Ja, was relativ eingeschlafen ist, ist das Nordheide-Projekt. Ich weiß auch nicht, ob da noch mal wieder was weitergeht. Das rockt mich im Moment einfach nicht so. Ja, es war ganz nice, auch mit anderen mal zusammenzuspielen und so. Aber das hat mich jetzt im Moment nicht mehr so sehr geflasht. Die Map ist weiterhin super. Aber im Moment machen wir erstmal anderes. Hoffe, das ist auch okay. Die Map und der Spielstand bleiben natürlich da, also das ist jetzt nicht tot. Aber das wird wohl in eine längere Pause geschickt, denke ich mal. Und wir gucken dann einfach mal weiter, wie das weitergeht. Das wird also auch weiter mit Euro Truck Simulator gehen, da hoffentlich demnächst auch mal wieder mit im Multiplayer. Schon mal eben husten, sorry. Ich dann den Pascal mal wieder hinkriege, dass wir mal wieder Multiplayer spielen. LS, wie gesagt, geht sowieso immer weiter. The Witcher wird, denke ich, noch eine Zeit lang weitergehen. Und wenn sich irgendwann mal was anbietet, können wir wieder was anderes machen. Aber ich denke mal, so eine kleine bunte Auswahl ist da. Ich glaube, da werden wir uns schon alle zusammen einig werden, dass da eventuell für jeden was dabei ist. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie stark enttäuscht seid, dass vielleicht das Back to East mal ein klein bisschen pausiert jetzt. Aber hier die Vossdorf hat im Moment ein klein bisschen Priorität an, um eben auch da, wie schon gesagt, zu testen, damit die dann vielleicht irgendwann released werden kann. Sieht bisher alles ganz gut aus. Der Yogi hat ja im Moment noch ein bisschen privaten Stress. Denke ich, kann auch so sagen, der zieht ja auch um. Jetzt nächste Woche, übernächste Woche. Und wenn da der Umzugsstress soweit erledigt ist, denke ich, wird auch wieder mehr kommen. Ich freue mich, dass er umzieht, weil er zieht näher zu mir ran. Das heißt, dass wir uns dann in Zukunft auch häufiger mal treffen können und so. Also, wie gesagt, mich freut das. Und wenn dann da sein Stress erstmal soweit erledigt ist, wird er auch wieder ein bisschen Zeit finden, die Map dann weiterzumachen. Und auch hoffentlich mal wieder mehr zum Zocken. So, gemäht ist. Ich werde für diesen Part kommen wir dann erstmal zum Ende. Im nächsten Part werden wir dann mit der Presse das Silageballen machen. Ich sage bis hierhin erstmal wieder schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn nicht, kannst du auch einen Daumen runter drücken. Kann ich jetzt auch mitleben. Ja, also es sei keiner gezwungen. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Tschüss.